2, 1, 0. Im letzten Video haben wir angefangen, eine riesige Wasserrakete zu bauen. Mein Traum ist es immer noch, mit der Rakete zu fliegen, aber so wie der letzte Test verlaufen ist, würde ich mich noch nicht draufsetzen. Im letzten Video haben wir gesehen, dass die Rakete viel zu langsam gestartet ist. Das liegt daran, dass das Wasser auch viel zu lange gebraucht hat, um da rauszukommen. Dafür gibt es eigentlich nur zwei mögliche Erklärungen. Entweder ist hinten das Loch zu klein oder es kann sein, dass wir den Kugelhahn gar nicht weit genug aufgekriegt haben. Das testen wir jetzt nochmal hier auf der Rampe. Wir haben das jetzt so gemacht, dass die Rakete nicht wegfliegen kann, sondern wir nur sehen, ob die sich schnell genug bewegt. 3, 2, 1. Junge, chill mal hier, das ist eingefroren. Das Auto ist jetzt auf jeden Fall gewaschen. Das ist wie ein großer Hochdruckreiniger, mit dem geht es ja ein bisschen schneller. Wir haben uns gerade mal die Videos angeguckt und uns ist jetzt auch ziemlich klar, was das Problem ist. In dem Video haben wir gesehen, dass wenn wir den Hebel ganz aufziehen, durch die Beschleunigung der Hebel wieder von alleine halb zugeht. Vielleicht können wir das Problem lösen, indem wir hier praktisch einen Haken machen, wo der Hebel einhakt und dann offen bleibt. Und dann machen wir nochmal einen Test. Wir bauen jetzt außerdem den Winkel hier drin nochmal raus, dann geht das Wasser vielleicht noch ein bisschen schneller raus. Wir brauchen den eh nicht, weil durch die Beschleunigung das Wasser ganz nach hinten gedrückt wird und der Tank deswegen trotzdem ganz leer wird. Wir haben noch was richtig Cooles für euch, und zwar findet vom 27. bis zum 1.10. die Tech Talents statt. Das ist so eine Online-Messe. Da werde ich auch sein und ihr werdet die Möglichkeit haben, mir in einem Live-Video Fragen zu stellen. Also alles Technische, was es so gibt zur fliegenden Badewanne oder zu der Rakete. Jetzt, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, schaut auf jeden Fall vorbei. Mehr Infos dazu findet ihr hier in dem Link in der Beschreibung oder am Ende vom Video, da sagen wir auch noch mal was dazu. Wir haben uns gedacht, wenn wir das ganze Ding jetzt schon offen haben und hier am Arbeiten sind, bauen wir direkt hier drei Kugelhähne ein. Dann kommt das Wasser nämlich insgesamt noch mal viel schneller raus und dann testen wir mal, was für einen Unterschied das macht. Wir haben kurz vor 9, wir haben den ganzen Tag durchgearbeitet und jetzt ist der neue Tank fertig. Wir haben drei Düsen jetzt und Johannes Ziemer. Hier haben wir jetzt auch einen Widerhaken. Diesmal füllen wir den Tank mit Tauchflaschen, das geht viel schneller als mit dem Kompressor. Wir machen jetzt noch das Wichtigste überhaupt, bevor der Test losgehen kann, und zwar setzen wir unseren kleinen Piloten drauf. Jetzt ist die Ente angeschnallt. Weil das eine Badeente ist, freut die sich jetzt auch darauf, baden zu gehen. Scheiße!
richtig Hammer. Es sind nur zwei Kugelhähne aufgegangen. Irgendwie hat es den mittleren nicht mitgenommen. Das heißt, ein bisschen mehr Power geht wahrscheinlich noch. Wenn man die beiden Versuche jetzt hier vergleicht, sieht man auf jeden Fall schon mal ganz deutlich, dass die Rakete jetzt mit zwei Düsen und ohne diesen Winkel drin viel, viel schneller war. Das ist auf jeden Fall echt ein voller Erfolg. Oh mein Gott. Hetzschläge, 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 ho, Hetzschläge, Hetzschläge, ho. Feierabend. Ich finde, der Versuch war auf jeden Fall schon mal ziemlich geil. Es gab zwei Probleme, und zwar es sind einmal nur zwei Düsen aufgegangen. Das heißt, wir hätten eigentlich noch mehr Schub gehabt. Und das ganze Ding fliegt natürlich immer noch so eine Kurve, weil der Schlitten ja unten dran hängt und es deswegen ziemlich schlecht austariert ist. Im nächsten Video bauen wir nochmal eine komplett neue Rampe, damit wir den Schlitten nicht mehr brauchen. Und dann werden wir auch eine Person in den See schießen. Oder auch ganz viele. Mal sehen, ob wir das wirklich machen. Ich hatte euch ja schon verraten, dass es jetzt eine richtig coole Messe gibt. Für alle, die sich vorstellen können, später irgendwas mit Technik zu machen, aber noch nicht so ganz genau wissen, wo sie nach der Schule hingehen wollen. Da werden ganz, ganz viele junge Leute, Hochschulen und auch technische Unternehmen zusammenkommen. Auf der Messe habt ihr die Möglichkeit, an verschiedenen Talks teilzunehmen, und ihr könnt den Unternehmen und den Hochschulen auch ganz viele Fragen stellen. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, da möglichst viele von euch in diesem Live-Video zu sehen. Und ich bin echt gespannt, was ihr für Fragen stellt. Gerade zur fliegenden Badewanne oder irgendwas. Wenn ihr Fragen habt, kommt auf jeden Fall vorbei, und dann sehen wir uns entweder da oder bei uns im nächsten Video. Das Auto hat vom Start eine kleine Delle bekommen, die drücken wir jetzt raus.